Herzlich willkommen zurück zu 15 sinnlosen Minuten von Metroid Dear Sam, in denen ihr sinnlos Chips fressen werdet, einen Sitz aussetzen und euch werdet. Sinnlos die Eier wund kratzen werdet. Genau, also pudert sie besser nochmal ein. So, wir müssen zu Sektor 0. Den Sektor, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es ihn gibt. Und das war so klar. Ja, wen haben wir denn da? Och, kennst du den noch? Ja, den... Unseren kleinen Schnuckel? Ach, der ist da... Der kleine Käfer? Och, nee, ist der süß! Der ist aber bloß gefordert, dein Kleiner. Ach, boah! Das klappt nicht. Wo ist der? Ah! Hallo, das war ein Supermissile. Könnt ihr schon mal treffen. Kleine Schritte machen. Der Tipp war nämlich gut. Kleine Schritte. Ja, gut. Wir haben ihn etwas vereist. Der Typ wird auch nicht gerade einfacher. Nein. Seien wir mal ehrlich. Ich weiß gar nicht warum. Der nervt einfach nur. Warum haben sie den überhaupt eingebaut? Ja, er ist tot und er hat etwas hinterlassen. Ein Drop. Das ist der erste Drop, den ich hier sehe. Das sieht aus wie... Unbekannt. Ein Schattenkristall aus Zelda. Ja, ein bisschen schon. Ich dachte gerade schon, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt die Macht zu fliegen? Zielverfolgung! Effekt, feuert mehrere Missiles gleichzeitig ab. Steuerung, lade eine Supermissile vollständig auf und feuere, sobald mehrere Ziele erfasst sind. Episch. Moment, ich komme doch bestimmt durch das Loch hier durch. Ich glaube zumindest, dass ich da durchkomme. Ich da meine, oben, ja, ich meine mich erinnern zu können, dass man da durchkommen kann. Nein, glaube ich nicht, dann wäre es auf der Karte markiert, oder? Nee, ich weiß noch ganz genau, dass ich mal außerhalb da war, weil ich durch so ein Loch gekommen bin. Ich weiß aber jetzt nicht mal, ob ich das mit dem Space Jump geschafft habe oder irgendwie anders. Zum Beispiel durch den Beam, der durch Wände schießt. Da ist ein Ding. Ja, aber da kann ich mich ja nicht festhalten, weil ich selbst komme ja nicht durch die Wand. Genau. Sehr, sehr mysteriös. Haben die Illuminaten etwas damit zu tun? Sicher. Die Illuminaten sind es ja auch schuld, dass alle Leute von Bielefeld reden, obwohl es Bielefeld gar nicht gibt. Leute, Bielefeld gibt's nicht. Und wer jetzt sagt einer, ich komme aus Bielefeld, das kaufe ich euch nicht ab. Warum gibt's Bielefeld nicht? Weil es das einfach nicht gibt. Es gibt nicht Bielefeld. Das was, gibt's nicht. Was gibt's denn? Was weiß ich, so normale Städte. Ja. Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, solche Städte, die gibt's. Aber Bielefeld gibt's nicht. Also ich glaube, dass ich am Atlas schon mal Bielefeld gelesen habe. Ja, das ist ja auch, weil manche Leute, die den Atlas machen... Wie wäre es, wenn du mal weitergehst? Ja, aber ich bin mir sicher, dass da man hier... Da kommst du nicht hoch. Doch! Irgendwie kam man hier hin. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie. Aber ich weiß noch, irgendwie kam man hier rein. Da hinter die Wand, da kam man rein. Ich bin ja auch nicht völlig bescheuert. Nein. Du bist Let's Player, das ist mehr als voll bekloppt. Moment, jetzt fällt mir was ein. Jetzt kommt's. Wobei, reicht das denn? Nee, das reicht nicht für den Speed aufzuladen. Nee. Schade. Kannst du hinten nicht noch weiter nach hinten gehen? Nee, hier kommt schon so ein Vorsprung. Das ist ja blöd. Obstfliegen. Obstfliegen, genau. Oder mehr kleine. Fliegen. Ja, diese kleinen Frucht, Obst, Fliegen, Viecher. Und jetzt kommt bestimmt ein Gegner.
Nö, in dem Gang hier ist eigentlich noch nie was gewesen. Aber hier kann man sich heilen. Hier kommt bestimmt ein Gegner. In diesem Raum. Und wir haben wieder wundervolle 5 Leben. Und alle Missiles voll. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte bei meinem Durchgang 76 Missiles. Nee, ich glaube, ich hatte irgendwas mit 40. Du hattest 76 Missiles. Ich hatte keine 76. Du hattest 76 Missiles. Oder 73. Nein, ich meine 76. Nein, ich hatte so um die 40 Missiles. Wir gucken gleich nach. Ich habe das nämlich gerade eben noch gedacht, boah, da hat der aber viele. Es gibt noch Items da unten. Rendieren die sich? Nein. Nein, sagt Dennis. Wenn Dennis Nein sagt, dann muss ich ja sagen. Story oder Items? Also, ich bin für Story. Ich bin für Items. Wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Genau. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Er hat in der dritten Runde mit Papier gewonnen gegen Stein. Wo ist die Null eigentlich? Anscheinend in 2. Wir haben in 2 auch mal einen Metroid-Leichnam gesehen. Aber das Seltsame ist, Metroids halten doch kalte Temperaturen nicht aus. Interessant. Und wenn jetzt irgendeiner meint, schlauer zu sein und zu sagen, nein, du hast das doch schon gespielt, du musst doch wissen, dass das so und so ist, dem reiß ich den Kopf ab. Aber bitte nicht, du, what the hell? Geh weg. Es ist weg. Okay, was gibt's denn hier für ein Item? Hier gibt es ein Item. Ja. Und dieses Item ist ein Loch in der Wand. Da oben. Ja, ich seh's. Dafür brauchen wir eine. Hey, jetzt fällt mir eine Tür ein, an der wir eine Super Missile gebraucht haben. Das war auch hier irgendwo in Sektor 2. Genau, die war doch so durch so einen Sperrcode versperrt. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee, weißt du nicht. Genau. Du wirst es sehen. Dort, wo auch der Metroid-Leichnam war. Dort war so ein Sperrcode. Ach, genau. Ja, jetzt tut er wieder einen auf Flow. Ja, ist ich weiß nur, dass uns hier mal so ein Hirschspiel entgegenkam. Ja. So ein Hai mit Geweih. An die schlimmen Sachen erinnert er sich noch, ne? Aber an so eine kleine Tür nicht mehr. Ich weiß auch, wie ich Stelle durchgespielt habe, weil du verkackt hast. Ich habe gar nicht so oft verkackt. Nur ein bisschen. Ah, und jetzt fällt mir ein, hier gab es auch irgendwo ein mieses Vieh, wo ich dir gesagt habe, lass es in Ruhe, dieses Vieh werden wir irgendwann anders töten, denn dieses Vieh hatte einen Schutzwall um sich. Und die Rede ist von genau diesem Vieh hier, welches wir jetzt ganz einfach bearbeiten können, weil unser Beam durch transparente Sachen schießen kann. Ach so. Also. Ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Gibt's nicht eine Abkürzung? Irgendwo muss eine Abkürzung geben. So ein kleiner Gang, so ein Spalt. So ein Fehler im System oder so. Na klar, ist da eine Abkürzung. Geben wir die Abkürzung oder sammeln wir die Items ein? Schnick, Schnack, Schnuck. Gewonnen! Items, also, ahoi! Ich meine, ein paar Items sind ja auch gut. Genau. Moment, wir haben auch noch nicht alle Sachen, also alle Ausrüstungen. Eine Sache fehlt mir noch so. Was wurde denn schon lange nicht mehr aufgerüstet? Überleg jetzt mal. Genau. Einen blauen. Nee. Einen grünen. Nein. Einen schwarzen. Nein. Einen blauen. Nein. 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 Schwuchtelrosa. Samus ist eine Frau. Popcorn weiß. Aber hier war doch ein Item. Da unten. Oh, das ist ja geil. Und weißt du, was das wohl ist? Ein Tankvorteil. Ein ganzer Energietank. WTF? Jetzt habe ich schon 6. Hier wird man ja verwöhnt. Oh, also, Dennis, es hat sich rendiert, ja. Und da ist das Hirschvieh, aber das ist mir egal, denn mein Beam durchdringt auch Gegner. Haha, du kannst mir jetzt gar nichts mehr. Du bist so eine Lusche. Ich würde mal draufhauen, ne? Ich dachte, der wäre schon tot.
Lusche. Ich mag den neuen Beam irgendwie. Plasma. Batz, batz, batz. Oh, Randale. Gib mir auch mal ein paar Chips. Das gibt's ja gar nicht. Schakalaka. Sequenz erfolgreich abgeschlossen, mein Herr. Mampf, Mampf. Weißt du, wo ich heute in den Freistunden war? Lass mich raten. Bei Melkes. Genau. Wer hätte gedacht, ich konnte mir heute fünf dämliche Stunden Referate, Erdkunde und Deutsch anhören. Und morgen muss ich ein Referat mit 3 Vollpfosten halten. Okay, eigentlich nur 2 Vollpfosten. Der eine ist gar kein Vollpfosten. Hey, bei dir ist doch dieser kleine Typ drin, der immer in den Tanks rumschwimmt, oder? Genau der. Mit dem muss das machen? Nein. Oh, okay. Ich dachte schon. Weil das ist echt ein Vollpfosten. Ja, der ist aber wenigstens schlau und der rafft was. Nee, aber der kann nur in Tanks rumtauchen. Der arbeitet bei so einer... Also da, wo wir wohnen, ist eine relativ große Firma. Die ist auch ein bisschen international. So mit Holland und so. Also das ist die zweitgrößte Firma hier im Kreis. Ja, relativ groß. Und dafür, dass wir in einem kleinen, überschaubaren Ort leben, können wir schon stolz darauf sein. Und naja, diese Firma stellt halt Jugendliche ein, die da die LKWs schrubben. Und da arbeitet einer, der war früher mit mir in der Grundschule und ist jetzt so klein, dass er in den Tanks schwimmen kann. Genau. Um die sauber zu machen. Das wird ihm zumindest immer gesagt, wenn er dann da ankommt. Ja, lach. Na, wieder Tanks geschrubbt. Ich weiß noch, hier habe ich mal einfach so ein Item ausgelassen, weil ich das einfach nicht entdeckt habe, weil ich einfach zu doof dafür war. Also, okay. Nein, nix ist okay, gar nichts ist okay, die Welt ist scheiße. Und wenn du nochmal vorbeirollst, dann schon. Warum kommt man hier nicht drauf? Ah, ihr seid doch alle gemein. Ihr seid doch alle korrupt. Ich weiß wie, du musst da dich reinkugeln. Immer nur reinkugeln. Wie wär's mal mit rauskugeln oder sowas? Da kommt was Großes auf uns zu. Ach, hallo. Hallo, Kumpel. Hallo. Wie war's nochmal mit den Manieren? Zielverfolgung. Lol. Zerfickt und zervögelt. Tschüss. Meine Fresse. Muhaha, und wo ist jetzt unser Ding? Wo ist unser heißgeliebtes Item? Ich brauche ein Item, ein Item. Ein Item ist what I need. Ah, ja wie? Hä? Ach, das ist nur der allgemeine Rückweg. Okay, da gibt es keine Items. Ah ja, stimmt, ich muss nicht hier reinkugeln. Ich vergesse das nicht. Ich brauche ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar ist, was ich brauche. Da ist noch was. Wo war was? Nee, rechts, da ist so eine... Rechts. Da ist so eine Rutsche. Guck mal ein Stück hoch. Da. Da ist der Eingang von der Rutsche. Aha. Aha. Kluger Junge. Wenn ich einen Keks hätte, würdest du ihn bekommen. Okay. Ich hab eine Rakete. Jetzt haben wir schon 34. Und du hast 76. Ich hab einfach nur mehr Raketen. Genau. Und ich hatte keine 76. Das ist alles gelogen. So gut bin ich gar nicht. Puh. Immer diese Hochstapler, ey. Sollen wir wetten, dass du über 70 hast? Also an Gesamtanzahl meinst du jetzt, ne? An Gesamt, was ich tragen kann. Ja. War hier noch ein Item? Ne. Oder doch? Habe ich mich da gerade? Doch. Da ist ein Item und ich bin ganz nah dran. Hier, in diesem Loch. Blub. Yo, das ist mega.
Und im nächsten Part von Metroid Other M kugeln wir uns hier raus. Endlich. Genau. Also, bis dann und tschüss.